Die Sony Xperia Smartphones sind in der Branche irgendwie ein Mysterium. Jedes Mal, wenn ich sie auspacke oder anderen Leuten zeige, durchlaufe ich einmal die gleiche Konversation. Sony? Die bauen noch Handys. Kauft die überhaupt einer? Nee, eigentlich nicht. Ja, warum bauen sie die dann denn? Sind die mir nicht ganz dicht? Ja, da... Neben einer kleinen, toxischen Fanbase, die bei Sony besonders ausgeprägt ist, lese ich von den rationalen Fans der Smartphones immer Bewertungen wie speziell, aber das ist auch gut so. Mit Blick auf die traurig geringen Marktanteile kann man sich denken, dass das Überleben dieses Konzerns wohl eher nicht von der Xperia-Serie abhängt. Heute schauen wir uns also mal das neue Xperia Mark 5 Lineup an. Darunter sowohl das kompakte Premium Xperia 5 als auch das Flaggschiff Xperia 1 für weitaus über 1000 Euro UVP. Uns interessiert besonders, auf welchem Stand der Entwicklung sie sich heute befinden, wie sie sich mit anderen Smartphones sowie den Vorgängern vergleichen lassen, wie viele Fortschritte erkennbar sind und was der Sinn hinter den Xperia Smartphones ist. Dies ist höchstwahrscheinlich das tiefgreifendste Review zum neuen Xperia 1 und 5 Mark 5 im Netz, das du finden kannst. Neue Smartphone-Vorstellungen beginnen eigentlich immer beim neuen Design, doch nur Sony hat hier immer reichlich wenig zu erzielen. Vom Xperia 1 bis zum Mark 5 heute ist die Änderungsrate so hoch wie beim Porsche 911er. Das Xperia kann man wirklich als eine Ikone, einen Klassiker wie Beethoven bezeichnen. Das Designteam von Sony schafft es stets, in minimalen Veränderungen die Abgrenzungen der neuen Generation vorzunehmen. So sind die Neuerungen jedes Jahr nie besonders signifikant, aber immer auffällig. Mit dem Xperia 1 Mark 3 gingen sie den Schritt in Richtung des matten Materials, was sowohl die Rückseite als auch den Rahmen betroffen hat. Beim Xperia 1 Mark 4 war es das Abflachen der Rahmen. Von einem relativ natürlichen Übergehen wechselt man auf einen mehrstufigen Übergang, der sich in der Hand deutlich fühlen lässt. Beim 1 Mark 5 wird das vom Pro Eye bekannte Design mit einem vertikal geriffelten Rahmen übernommen, das dem Design einer echten Kamera näher rückt. Die einzelnen vertikalen Streifen sind deutlich feiner, sorgen besonders beim horizontalen Fotografieren dennoch für eine feste, sichere Haptik. Die zweite Neuerung kommt von der Rückseite. Auf der Glasrückseite gibt es nun eine punktierte Golfballmusterstruktur. Wenn man mit dem Fingernagel über die Rückseite kratzt, hört man ein einzigartiges Geräusch. Die Struktur erinnert weitaus mehr an echte Systemkameras und sorgt für einen sehr festen Grip beim Xperia 1 Mark 5. Optisch und haptisch handelt es sich für viele vermutlich eher um ein Downgrade, da sich das Material weniger wertig und schlicht anfühlt. Sony bevorzugt hier aber eindeutig den praktischen Nutzen. Die dritte Neuerung findet sich dann beim schlichten Kameramodul oben links. Anstelle einer ganzen Glasfläche besteht das Fundament nun aus Metall, aus dem die drei einzelnen Linsen hervorschauen. Die Haptik des Produkts bleibt Sonys größte Stärke. Mit einer symmetrischen Anordnung, dezenten Beschriftungen und dem Entfernen einiger Sensoren ist das Design sehr schlicht. Es braucht nicht ein rundes Kameramodul, das die obere Hälfte des Geräts einnimmt, und auch nicht fünf Kameras, die wie Röhren aus der Rückseite hervorstehen, um elegant und gut auszusehen. In der nahen Vergangenheit der Sony Smartphones war es immer so, dass das Xperia 5 dem Xperia 1 beim Design um eine Generation hinterher war. Während das Xperia 1 Mark 3 so also bereits das neue, matte Design erhalten hat, verblieb das 5 Mark 3 bei der Sprache des 1 Mark 2. Im selben Zuge hat auch das aktuelle Xperia 5 Mark 4 nicht die neuen Designelemente wie sein großer Bruder erhalten, sondern bleibt bei der Idee der Vorgängergeneration, was im Vergleich zum 5 Mark 4 jedoch auch schon eine Neuerung darstellt. Das bedeutet also eine flache, matte Glasrückseite, die sich sehr weich und angenehm anfühlt. Der Rahmen an der Seite ist ebenfalls abgeflacht und so breit wie das Smartphone selbst, lediglich die Übergänge, wie bereits erwähnt, verbesserungsfähig. Es handelt sich jedoch auch um das erste Jahr, in dem das kompakte Xperia Kompromisse in der Hardware mit sich bringt.
Schalten wir das Gerät einmal an und blicken auf die Vorderseite, fallen uns direkt die deutlich breiteren Ränder auf. Insbesondere an den Seiten haben sie im Vergleich zum Vorgänger oder auch dem Xperia 1 deutlich zugenommen, sodass das Gerät auf mich eher wie das Mittelklasse-Modell Xperia 10 wirkt. Mit dem Entfernen des dritten Kamerasensors erhalten wir auch beim neuen Xperia 5 Mark V das aluminiumgestützte Kameramodul, das hier jedoch deutlich kleiner daherkommt. Eine einzige Veränderung eint jedoch beide Modelle der Mark V Generation. Es gibt leider keine Benachrichtigungs-LED mehr. Auch wenn sein Nutzen nach der Erfindung des Always-On-Displays zunehmend schrumpfte, kann ich, besonders aus Sicht vieler Sony-Fans, die Trauer durchaus nachvollziehen. Trotz der geringen Veränderungen über jede Generation behält das Xperia seine einzigartigen Aspekte bei. Dafür haben sie wirklich meinen vollsten Respekt. Darunter fällt das 21:9 Displayformat, das komplett aussparungslos mit seinem symmetrischen Design, also zwei dünnen Rändern auf der Vorderseite, daherkommt. Der mit Hand zu entfernender SIM-Schacht, der auch Platz für MicroSD-Karten zur Speichererweiterung bietet, 3,5 mm Klinkenanschluss auf der Oberseite, der zahlreiche hohe Audiostandards unterstützt, die dualen Frontlautsprecher sowie der physische Kameraauslöser an der Seite des Smartphones. Mit dem langen Display haben beide Modelle eine geringe Breite, mit denen sie deutlich angenehmer in der Hand zu halten sind. Schon beim Xperia 1 Mark V als Flaggschiff ist sie mit 71 mm genauso breit wie beim Galaxy S23, das eigentlich als besonders kompaktes Smartphone gilt. Lediglich in der Höhe ist es mit 165 mm natürlich auffällig groß. Die Abmessungen sind hier im Vergleich zum Vorgänger exakt gleich geblieben. Das sorgt dafür, dass man bei der einhändigen Bedienung mit dem Daumen relativ einfach die andere Seite des Bildschirms erreichen kann, für das Kontrollzentrum oben zum Beispiel jedoch immer die zweite Hand benötigt wird. Das Xperia 5 ist daneben der kompakte Vertreter im Lineup. Mit seinen breiten Displayrändern hat es auch einen ganzen Millimeter in der Breite zugenommen, um das gleich große Display zu garantieren. Das stellt leider einen deutlichen Rückschritt in der Haptik des Produkts dar. Dennoch handelt es sich natürlich um ein außergewöhnlich kompaktes Smartphone, das besonders durch sein 21:9 Seitenverhältnis eine sehr geringe Breite hat. In der Hand liegend kann man es wirklich einfach mit einer Fernbedienung verwechseln. Die Form ist sich da schon wirklich sehr ähnlich. Loben muss man Sony jedoch weiterhin für das innere Design, denn in so ein Gehäuse mit einem Volumen von ausgerechnet 90 Kubikzentimetern beim Xperia 5 Mark V einen 5000 mAh großen Akku hineinzubekommen, ist wirklich beeindruckend. Das ist eine Kapazität, die sogar viele deutlich größere Premium-Smartphones übertrifft. Im Vergleich dazu hat das Galaxy S23 mit einem Gehäuse von 79 Kubikzentimetern nur eine Kapazität von 3900 mAh, rund 6 mAh pro Kubikzentimeter weniger. Mit Blick auf diese Tatsache ist es schon deutlich eher zu verschmerzen, dass sie die Zoom-Kamera aus dem Xperia 5 entfernt haben. Das Gewicht bleibt trotz aller Tatsachen bei beiden Modellen recht gering. Mit 187 und 182 Gramm sind beide Xperias ziemlich leicht. Gleich im folgenden Kapitel werden wir auch noch thematisieren, wieso sie beim 5 Mark V rund 10 Gramm an Gewicht verschenkt haben. Ehrlicherweise muss ich jedoch wirklich auch sagen, dass sich das Inhandgefühl mit dieser Generation bei beiden Smartphones deutlich verschlechtert hat. Sowohl die Rahmen mit diesem kantigen Übergang als auch die Rückseite mit dem punktierten Muster lässt das Smartphone deutlich mehr wie ein Werkzeug und weniger wie ein Kunstprodukt anfühlen. Der Höhepunkt beim Gefühl des Xperias lag in der Generation des 1 Mark III. Im Vergleich zum Design ist es dieses Jahr leider die Verpackung, die wirklich unzureichend ist. Nachdem Apple den Trend der dünnen Verpackungen ohne Netzteil zum Schutz des Klimas eingeleitet hat, ist Sony sehr schnell auf den Zug aufgesprungen, hat es jedoch Jahr für Jahr etwas mehr übertrieben. Dieses Jahr kommen die zwei teuren Premium Xperia Smartphones in einer Eierverpackung, in der das Xperia liegt. Darunter findet sich noch das obligatorische Papierzeug und das war es auch schon. Im Kontrast zu Apple, die bei Verzicht auf so viel Material wie möglich zumindest ein weiterhin hochwertiges Unboxing-Erlebnis garantieren, das zu einem Luxusprodukt dazugehört, ist Sonys Idee der Verpackung, wenn man es nett ausdrückt, sehr rational.
Wenn euch dieses Video bis hierhin inspiriert oder informiert hat, abonniert den Kanal und gebt ihm einen Daumen nach oben, denn das ist die einfachste Form, um unsere tiefgreifenden Inhalte weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank! Mit einer Auflösung von 3840 Pixeln in der Höhe kommt Sony beim Xperia 1 Mark V in ihrem 21:9 Format auf eine Pixeldichte von 643 ppi. Ob man das wirklich als 4K bezeichnen kann, darüber streiten sich die Geister, nicht jedoch über die Tatsache, dass es sich trotzdem um die höchste Schärfe unter den aktuellen Smartphones handelt. Wenn ihr zum Beispiel häufig eurem Kunden oder Auftraggeber ein Video direkt in hoher Auflösung vorzeigen müsst, ist das Betrachterlebnis auf diesem Bildschirm mit Sicherheit besser als bei anderen Smartphones. Mit dem breiten BT2020 Farbraum, 120 Hz, Creator-Modus, HDR10 und D65 Weißpunkt-Kalibrierung weist das Display auch mehr professionelle Spezifikationen auf als üblich. Die Helligkeit beträgt im automatischen Modus maximal 950 Nits im Creator-Modus und 870 Nits im normalen Modus. In dieser Hinsicht sind sie einigen anderen Smartphones, die teilweise schon auf weitaus über 1000 Nits kommen, hinterher. Ein besonders schwerwiegendes Problem stellt sie jedoch nicht dar, auch unter hellem Himmel gibt es in der Regel keine Probleme mit der Ablesbarkeit. Mit Betracht auf das Xperia 1 Mark III zum Beispiel, das höchstens auf 620 Nits gekommen ist, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Identisch geblieben ist leider auch die schlechte Blickwinkelstabilität. Bei einem Betrachtungswinkel von über 60 Grad verfärbt es sich ganz deutlich ins Bläuliche. Hier sind alle anderen Flaggschiff-Smartphones, insbesondere die mit den neuen Panels der chinesischen Zulieferer BOE oder Visionox, schon deutlich voraus. Aus Gründen der Effizienz zeigt das Display die Inhalte nicht durchgängig in 4K an. Die maximale Auflösung wird nur in bestimmten Anwendungen, wie zum Beispiel dem Anzeigen der gefilmten 4K-Videos oder bei der 4K-Auflösung in YouTube genutzt. Im normalen Alltag werden Inhalte mit einer Auflösung von 2560x1096 gerendert. Die standardmäßige DPI bei Sony ist immer sehr hoch. Softwareseitig sind die Elemente also von Beginn an sehr klein, wobei die Schrift dennoch scharf bleibt. Im Zuge einer etwas besseren Softwareoptimierung hat Sony leider auch das Sperren der Wiederholrate gelernt. In vielen Apps, wie zum Beispiel Google Maps oder YouTube, werden die 120 Hz nicht richtig ausgenutzt, sondern die Inhalte nur in 60 FPS angezeigt. Das ist durchaus ein großer Einschnitt in das Erlebnis. Enttäuschend ist dieses Jahr, ebenso wie die Einsparungen beim Design, leider auch das Display des kleinen Xperia 5. Während dieses in der Vergangenheit all die hohen Standards des Flaggschiffs beibehielt, hat Sony dieses Jahr auf deutlich mehr verzichtet. Auf der offiziellen Sony-Homepage sieht man beim Xperia 5 keine eigenen Logos und Standards mehr. Das Display rückt offensichtlich deutlich mehr in den Hintergrund. Das bezieht sich natürlich nicht auf die mangelnde 4K-Auflösung und auch nicht darauf, dass die Helligkeit im Creator-Modus um rund 200 Nits niedriger ist, was in der Branche schon unterdurchschnittlich ist, sondern das Display-Material. Normale Flaggschiff-Smartphones mit einem flachen Display wie das iPhone 15 Pro, Galaxy S23, Xperia 1 Mark V oder auch 5 Mark IV setzen trotz einer nicht abgerundeten Vorderseite auf ein flexibles Panel, da dieses zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Die Ränder können mit ihm deutlich dünner gemacht werden, das Display ist um rund 10 Gramm leichter und vor allem entstehen bei seitlicher Betrachtung keine regenbogenfarbigen Verfärbungen, da sich das Display näher am Glas befindet. Dieser Standard hat sich heute auch schon bei zahlreichen Mittelklasse-Smartphones etabliert. Leider setzt das Xperia 5 Mark V erstmals auf ein nicht flexibles AMOLED-Panel, was eine deutliche Sparmaßnahme darstellt. Betrachtet man die zwei ausgeschalteten Bildschirme von der Seite, ist es eher grau als schwarz wie das Xperia 1 und schon bei leichter Neigung wird das Display sehr bunt. Insgesamt ist die Entwicklung im Bereich des Displays wirklich ziemlich enttäuschend. Das Xperia 1 Mark V befindet sich heute rational gesehen auf dem Minimum der Anforderungen an ein Display, das einem Premium-Smartphone würdig ist. Bis auf die außergewöhnlich hohe Auflösung in einigen wenigen Szenarien gibt es eigentlich auch keine weiteren Aspekte, die besonders hervorstechend sind.
Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das randlose Design ohne jegliche Aussparung. Das Xperia 5 Mark V macht hingegen leider einen unnötigen Rückschritt, der eindeutig auf Kosteneinsparung zurückzuführen ist. Er bringt nicht nur den Nachteil des schlechteren Displayerlebnisses mit sich, sondern erhöht auch die Abmessungen des Geräts signifikant und mindert sein Dasein als kompaktes, kompromissloses Flaggschiff-Smartphone, das wir jedes Jahr in unseren Vergleichen mit Samsung, Apple und Xiaomi einbezogen haben. Immerhin bleiben sie beim Vibrationsmotor konstant. Sony hat schon immer einen hohen Wert auf das haptische Feedback der Smartphones gelegt. In diesem Zuge haben sie schon im Jahr 2018 die dynamischen Vibrationen vorgestellt, die die tiefen Töne beim Betrachten eines Videos durch Vibrationen unterstützen. Beim normalen Tippen hat sich die Haptik zwar deutlich verbessert, Produkte der Konkurrenz sind hier in der Regel jedoch noch immer etwas präziser. Ebenso gilt das für die Lautsprecher. Sony hat schon sehr früh auf Stereo-Frontlautsprecher gesetzt, die den Ton symmetrisch zu dir richten. Wirkliche Fortschritte kann man in dieser Hinsicht jedoch auch nicht beobachten. Beide Xperias befinden sich auf einem Niveau mit ihren Vorgängern. Der Sound ist vor allem sehr leise. Selbst auf maximaler Lautstärke musst du dich nicht fürchten, eine Anzeige wegen Ruhestörung zu erhalten. In vielen Situationen, zum Beispiel draußen oder beim Waschen, reicht sie jedoch schlicht nicht mehr aus. Die Qualität selbst ist ungefähr auf einem Level mit den anderen Flaggschiff-Smartphones. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Kalibrierung des Sounds. Im Vergleich zum iPhone 15 Pro wirkt der Klang hier weniger voll und plastisch. Dafür kommen die Menschenstimmen aber präziser zum Vorschein. Der neue Snapdragon 8 Gen 2 ist wirklich ein äußerst starker Prozessor, aber bei der Optimierung von Sony werde ich trotzdem immer etwas nervös. Zumindest beim Xperia 1 Mark V sprechen sie jetzt jedoch von einer um 60% vergrößerten Kühlfläche. Angesichts der zwei wirklich kompakten Gehäuse schaue ich mir das Verhalten dennoch mal genauer an. Bei der maximalen Leistung haben mich die Ergebnisse tatsächlich ziemlich überrascht, denn hier können beide Xperias problemlos mit anderen Smartphones und dem Snapdragon 8 Gen 2 mithalten. Über einen 20-minütigen Stresstest sehen wir hier hingegen die Unterschiede bei der Drosselung. Bei dieser längeren Zeit fällt es dem Xperia 1 einfacher, seine Leistung aufrechtzuerhalten, während das Xperia 5 diese schneller drosselt. Sie erhitzen sich dabei durchaus auffällig. Hier haben wir auch mal einen Test durchgeführt bei einer Disziplin, mit der Sony in der Vergangenheit immer zu kämpfen hatte, nämlich das Aufnehmen von Videos. Wir machen das auch direkt mit der höchstmöglichen Schwierigkeit, nämlich bei 4K, 120 FPS und HDR. Die gute Nachricht ist, dass beide Modelle im Vergleich zu ihren Vorgängern signifikant verbessert haben. Die Hitze ist nach langer Aufnahme beim Xperia 1 Mark V gleichmäßiger verteilt als beim Xperia 5. Es hat die neue große Kühlfläche also nicht erhalten. Das Verhalten ist bei beiden Modellen ähnlich. Nach 24 Minuten hat das Xperia 1 die Videoaufnahme aufgrund von Überhitzung beendet, eine halbe Minute später auch das Xperia 5. Gestartet mit der gleichen Prozentzahl beim Akku hat das Xperia 5 10 und das Xperia 1 15% Akku in diesen 24 Minuten verbraucht. Wenn man die Smartphones im Sommer alltäglich nutzt, zum Beispiel Apps installiert und dabei sogar noch auflädt, erhitzen sie sich doch weiterhin sehr schnell. Und sobald es einmal heiß wird, startet die Software schon mit ihren Beschränkungen. Zum Beispiel kann die Kamera dann nicht mehr bedient werden, die UI wird auf 60 Hertz gesperrt. Das Erlebnis des Xperia Mark V hat sich im Vergleich zum Mark IV also durchaus verbessert, aber auch nur im eigenen Vergleich mit sich selbst betrachtet. Der Vorteil des neuen Prozessors spiegelt sich bei der Effizienz jedoch umso deutlicher wider. Mit rund 6 bis 7 Stunden Bildschirmzeit ist die Akkulaufzeit deutlich besser als bei ihren Vorgängern. Dabei kann das Xperia 5 aufgrund seines kleineren, stromsparenderen Displays sogar seinen großen Bruder übertreffen, wie wir gerade schon beim Test gesehen haben. Es erzielt eine stets um rund eine Stunde längere Laufzeit. Häufig heißt das, wenn das Xperia Mark IV nach einem langen Tag zu Hause schon leer ist, hat das Xperia 5 Mark V noch die Hälfte seiner Batterie übrig. Softwareseitig handelt es sich weiterhin um eine Stock-Android sehr nahe UI, die an vielen Stellen einen sehr altmodischen Stil hat,
was mit der verspielten Optik von Android 13 eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Daran sollten sich Sony-Nutzer jedoch sicherlich bereits gewöhnt haben. Für das mobile Gaming hat Sony einige Anpassungen vorgenommen, die das Erlebnis unterstützen. Vielleicht fragen wir zu Beginn dieses Kapitels mal die tatsächlichen Käufer der Xperia Smartphones, nämlich wie entscheidend beim Kauf für euch das Kamerasystem gewesen ist. Wenn wir über die Bilanz der Kamera reden, hat sich vom ersten Xperia 1 bis heute eigentlich gar nichts getan. Es war immer das Gleiche. Jedes Jahr in unserem Video einmal das gleiche Zeug aufzusagen, davon sind wir selbst schon ein bisschen genervt. Es mangelt den Xperia Smartphones nie an krasser Technologie. Sei es das erste Smartphone mit zwei Brennweiten in einer Kamera beim Mark III, der 1 Zoll Sensor im Xperia Pro I oder die variable Zoom-Kamera, die wir alle so lange ersehnt haben beim Xperia Mark IV, das haben wir alles zuerst bei einem Sony Xperia Smartphone gesehen. Das Ganze reicht bis zum Stacked Sensor XMORE-T im heutigen Xperia 1 Mark V, mit dem der auf Papier nur 1 zu 1,35 Zoll große Sensor so viel Licht aufnehmen kann wie gängige 1 Zoll Sensoren der Konkurrenz. Bei Nachtaufnahmen ist die Steigerung im Vergleich zum Mark IV auf den ersten Blick schon ersichtlich. Sie können problemlos mit dem iPhone 15 Pro oder Galaxy S23 Ultra mithalten. In dieser Hinsicht haben sie diesmal also wirklich keine falschen Versprechen gegeben. Wirklich beeindruckend. Wenn diese Technologie in Zukunft auf weitaus mehr Smartphones Anwendung findet und wir dadurch auf diese riesigen Kameramodule verzichten können, würde uns das alle sehr erfreuen. Die Naheinstellgrenze der neuen Hauptkamera ist mit rund 10 cm nicht nur um das Doppelte näher als bei gängigen Smartphones mit einem 1 Zoll Sensor, sondern auch näher als beim Xperia 1 Mark IV mit kleinerem Sensor. Das hilft bei Nahaufnahmen wirklich sehr massiv. Durch den größeren Sensor haben die Bilder natürlich auch durchgängig mehr Hintergrundunschärfe. Das Hauptmotiv kann also deutlich vom Hintergrund separiert werden. Abgesehen von diesen Veränderungen unterscheidet sich das Mark V nicht wirklich von seinem Vorgänger. Beide Modelle haben bei der Kamera eine nicht wirklich überzeugende Stabilität. In vielen Fällen sind die Farben viel zu blass oder auch einfach verfälscht, die nicht wirklich schön aussehen. Während man sich bei allen anderen Smartphones häufig fragt, welches das Grün hier am schönsten wiedergeben kann, fragt man sich bei Sony oftmals, ob es sich überhaupt um Grün handelt. Gefühlt war mein Eindruck hier selbst beim Xperia 1 Mark III vor 2 Jahren besser. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie nun auf allen Sensoren eine neue RYYB-Pixelanordnung anwenden, die eine gänzlich andere Bildverarbeitung erfordert. Die Inkonsistenz zeigt sich auch darin, in manchen Situationen bevorzuge ich das Bild des Vorgängers und in anderen das des Mark V deutlich mehr. Im Vergleich zu den heutigen, normalen Android-Smartphones können HDR und Bildschärfe beide nicht mithalten. Sony setzt eher auf einen natürlichen Look ohne Nachverarbeitung. Die Fotos wirken auf den ersten Blick immer etwas unscharf, da eine künstliche Nachschärfung oder Rauschreduzierung, die alle anderen Hersteller einsetzen, Samsung und Apple teilweise schon übertrieben stark, überhaupt nicht vorhanden ist. Die Ergebnisse sind wie aus einer echten Kamera, RAW-Bilder, die du theoretisch noch selbst bearbeiten kannst. Das heißt, wenn keine Details mehr im Bild vorhanden sind, rechnet das Xperia auch nicht irgendwelche Details hinzu. In solchen Fällen wie hier finde ich sogar durchaus, dass das Bild des Xperias am natürlichsten aussieht. Bei den Nachtaufnahmen haben wir die signifikant verbesserte Qualität im Vergleich zum Vorgänger bereits thematisiert. Sie kann inzwischen problemlos mit dem Galaxy S23 Ultra mithalten. Das hätte ich vor 2 oder 3 Jahren noch niemals geglaubt. Die Bilder behalten den grundsätzlichen Stil bei, also eine sehr geringe Nachverarbeitung, weswegen sie bei genauerer Betrachtung schon etwas mehr Rauschen aufweisen. Trotz seiner Zeiss T-Star-Linse ist das Lensflare-Verhalten bei starkem Gegenlicht nicht überzeugend. Überhaupt nicht vergleichbar mit einem Vivo beispielsweise. Sobald man bei Nacht gegen eine Laterne fotografiert, wird das Bild wirklich ziemlich hässlich. Dem Xperia 1 Mark V ist die variable Zoom-Kamera vorenthalten. Während das Xperia 5 Mark IV letztes Jahr zumindest die Übergangslösung einer 2,5-fachen Telekamera mit fester Brennweite erhalten hat,
verzichtet Sony dieses Jahr gänzlich auf einen Zoom beim kompakten Flaggschiff. Der dritte neue Kompromiss, den man eingeht. Der Zoom des Xperia 1 geht von 3,5 bis 5,2-fach, wobei die Blende sich mit zunehmender Brennweite auch schließt. Sie geht von f2.3 bis zu f2.8. Bei der Brennweite des 3,5-fachen Zooms, der in den heutigen Premium-Smartphones sehr beliebt ist und häufig mit hoher Qualität ausgestattet wird, kann es mit seinem natürlichen Look gerade noch so ein Galaxy S23 Ultra mit dreifacher Telekamera schlagen. Durch die recht offene Blende von f2.3 haben die Fotos in der Regel mehr Hintergrundunschärfe. Bei schlechteren Lichtverhältnissen ist sein Verhalten jetzt nicht besonders stark. Gegen Smartphones wie das Magic 5 Pro oder P60 Pro kann es jedoch oft noch gerade so mithalten. Wenn wir jedoch auf den 5,2-fachen Zoom hochgehen, kombiniert sich die geschlossene Blende von f2.8 mit dem recht kleinen Sensor. Die Qualität hinkt nicht nur hochqualitativen, großen 5-fachen Zoomkameras wie die im Pixel 7 Pro oder iPhone 15 Pro Max hinterher, sondern dann auch Smartphones mit dreifachem Zoom, die auf die Brennweite croppen. Weder Details noch präzise Farben. Und wenn wir dann noch höher zoomen, zum Beispiel bei einer Brennweite von 10-fach, werden die anderen Flaggschiffe mit 3- oder 5-fachem Zoom vielleicht vom S23 Ultra mit 10-fachem Zoom geschlagen, sind jedoch alle besser als das Xperia 1 Mark 5. Das kleine Xperia 5 hat leider gar keinen optischen Zoom mehr, dementsprechend sehen die Ergebnisse auch deutlich schlechter aus. Nur bis zum dreifachen Zoom wirken die Bilder des digitalen Crop noch brauchbar. Bei zweifacher Vergrößerung übertrifft es in vielen Situationen sogar das iPhone 15 Pro, bei dem Apple mit einem zweifachen optischen Zoom wirbt. Alles darüber, wo beim Xperia 1 dann die optische Zoomkamera eingreift, sollte man beim Xperia 5 dann vermeiden. Beim Ultraweitwinkel haben wir bei beiden Mark 5 den gleichen Sensor wie im Vorgänger verbaut. Eine leichte Verbesserung sieht man nur bei der Nachtaufnahmen. Ansonsten kann der Sensor weiterhin nicht mit den hochqualitativen Weitwinkelkameras der Konkurrenz mithalten. Mit einer Brennweite von 16 mm hat er auch nur ein deutlich geringeres Sichtfeld. Im Vergleich dazu ist es immer noch das Drumherum bei Sony, das besonders überzeugend ist. Mit dem neuen, geriffelten Material bietet das Xperia 1 einen sehr rutschfreien Grip. Es ist einfach mit einer Hand zu halten. Der physische Knopf auf der Unterseite kann die Kamera mit einem langen Druck starten, registriert einen leichten Druck zum Fokussieren und dient auch als Auslöser. Mit drei verschiedenen Kamera-Apps, zwei davon zum Filmen, zahlreichen professionellen Einstellungen finden Leute, die wissen, wie man sie bedient, am Xperia sicherlich ihre Freude. Die Fähigkeiten bei den Videoaufnahmen sollte man dabei wirklich nicht unterschätzen. 4K mit 120 FPS wird auf allen drei Kameras unterstützt, sodass man auch Slow-Motion-Aufnahmen machen kann. Ähnlich wie beim iPhone wird natürlich auch nativ der HDR-Standard unterstützt. Unabhängig von der Qualität gesprochen, mit dem Xperia in Cinema Pro zu filmen, hat schon wirklich Charme und macht unglaublich viel Spaß. Im normalen Basic-Modus der Photo Pro App lassen sich die Kameras nun auch endlich durchgängig wechseln und man kann tatsächlich Videos in höherer Auflösung aufnehmen, aber nur beim Xperia 5 Mark 5. Wenn ihr mit dem Xperia 1 Videos in 4K bei 60 oder gar 120 FPS aufnehmen wollt, müsst ihr extra in eine der professionellen Apps wechseln, Cinema oder Video Pro. Das fand ich ja wirklich sehr kurios. Eventuell haben sie diese Änderung beim Xperia 1 noch nicht geschafft zu integrieren, denn die Voraussetzungen dafür sind Software- als auch Hardware-technisch eigentlich die gleichen. Wenn man die tatsächlichen Ergebnisse dann jedoch einem iPhone gegenüberstellt, sieht man die sehr langsame Belichtung und miserablen Dynamikumfang. Helle Bereiche wie der Himmel sind überbelichtet, während die Bäume unten unterbelichtet und verrauscht sind. Die Qualität ist offensichtlich deutlich schlechter. Das sieht man gerade bei schlechteren Lichtbedingungen deutlich. Hier zeichnen sie sich durch ein sehr hohes Rauschen und schlechte Details aus. Die elektronische Bildstabilisierung sorgt des Weiteren für sehr verwischte Videos. Mit integriertem S-Cinetone-Farbprofil erhält man, zumindest bei einfacheren Lichtverhältnissen, einen cinematischen Look, der eine Farbkorrektur im Nachhinein erspart.
Im neuen Produktpräsentationsmodus lenkt das Xperia bei Videoaufnahmen den Fokus von deinem Gesicht zu dem Objekt, das du in die Kamera hältst. Diese Neuerungen sind wirklich ziemlich untypisch für ein Sony Xperia. Das Mark V kann nun Serienbilder mit höchstens 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen, beim Vorgänger waren es noch nur 20. Damit erreichen sie die gleiche Geschwindigkeit wie in ihrer professionellen Vollformat Alpha 1 Kamera für über 7000 Euro. Hört euch einfach mal diesen Auslöser bei maximaler Geschwindigkeit an. Verbesserungsbedarf gibt es bei der Kamera-App jedoch auch weiterhin. Es wäre ja sonst auch kein Sony Xperia. Wenn ihr zum Beispiel nicht auf den Auslöser drückt und noch nach der richtigen Bildkomposition sucht, wird das Xperia schon nach einigen Sekunden ungeduldig und warnt dich, dass sich die Kamera bald schließen wird, sodass man wirklich sehr schnell nervös wird und Druck bei der Fotografie ausgesetzt ist. Der Zweck der Photo Pro App ist doch gerade, dass man entschleunigt an die Sache herangeht und sich Zeit für die Bildkomposition nehmen kann. Die miserable Qualität im Finder ist in der heutigen Zeit schon wirklich peinlich, gerade bei der Zoom-Kamera und den Videoaufnahmen. In vielen Situationen ist das echt heftig. Wenn ich die Kamera hin und her schwenke, sehe ich förmlich die einzelnen Pixel als Treppenstufe auf dem Display. Man erhält keine gute Vorschau von dem Bild, das man schießen wird, was die Lust auf das Fotografieren in übermäßig vielen Fällen wieder wegnimmt. Wenn man nach dem Auslösen sich das Bild in der Galerie ansieht, merkt sich das Xperia nicht meine genutzte Brennweite und Einstellungen. Ich muss es alles noch einmal neu einstellen. Oder wenn man ein Video aufnimmt und das beenden möchte, dann drückt man natürlich auf diesen roten Knopf. In der Datei beendet sich das Video auch tatsächlich, was man nachher auch direkt erkennen kann. Die UI aktualisiert sich jedoch erst 2 Sekunden später. In vielen Fällen denke ich also intuitiv, dass ich den Knopf irgendwie gar nicht getroffen habe, drücke noch einmal drauf und starte wieder eine neue Aufnahme. Deswegen das Fazit zur Kamera. Viele besondere Aspekte. Technologien sind beim Xperia Mark V bis heute einmalig und unersetzlich. Sie geben der Konkurrenz teilweise auch ganz neue Denkanstöße. Ein Xperia bringt aber immer viele Abers mit sich. Sowohl von der Stärke der Foto- als auch Videoaufnahmen gibt es unendlich viele Smartphones, die teilweise nur halb so teuer sind, aber in jeder Hinsicht besser performen. Das liegt in der Regel an der mangelnden und mangelhaften Optimierung seitens Sony. Es führt dazu, dass die Leute, die das Xperia mögen und kennen, es umso mehr zu schätzen wissen, es jedoch von allen anderen in der Branche eher verachtet wird. Sony Mobile ist abschließend gesagt aus meiner Sicht ein Symbolbild für ein verwöhntes Kind reicher Eltern. Seine Geschwister, die Fernseher, Kamera, Audio oder Gaming-Sparten sind die, die das Familienunternehmen am Laufen halten. Sie sind überhaupt nicht auf die Smartphones angewiesen, um Geld zu verdienen. Deswegen sind es bei Sony auch nur die Smartphones und bei den Smartphones nur Sony, die vergleichsweise lässig drauf sind und einfach machen, was sie wollen. Das jüngste Kind Xperia wird jedoch von allen Brüdern und Schwestern sehr geliebt. In der Vergangenheit konnte Sony Mobile auf Basis der Geschenke von Mama und Papa im Smartphone-Markt noch recht gut mithalten und sich sehr viele eigene Fans aufbauen. Erst in den letzten Jahren, als die Bedingungen in der großen Welt draußen deutlich erschwert wurden, konnte auch das Xperia nicht mehr mithalten. Als Kind reicher Eltern hat man jedoch den Vorteil, von klein an nur mit der oberen Gesellschaftsschicht im Netzwerk zu stehen. Du weißt, wie du dich benimmst und kleidest. Im Vergleich zu anderen Smartphones ist das Xperia daneben wie der Unterschied zwischen einem lässigen Outfit und Hemd, Sakko, Krawatte. Es reicht trotz seiner Umstände dafür, ihre Familie nach außen zu vertreten. Das Google Pixel ist in der Smartphone-Branche so ein wenig wie ein Vorbild für die anderen Android-Hersteller bei der Software. Das Sony Xperia ist hingegen ein Vorbild bei der Hardware. Nicht jedoch, um den anderen zu zeigen, wie man ein Smartphone zu bauen hat, sondern um die Stärke der anderen Sparten aus dem eigenen Haus zu präsentieren. Das einzigartige 4K-Display auf der Vorderseite ist alles unserer Fernsehtechnologie zu verdanken. Der neue Sensor auf der Rückseite ist so beeindruckend, alles die Stärke unserer Kamerasparte. Guck dir mal diese ganzen Siegel und Zertifikate an, sind alle aus unserem eigenen Audiohause. Wenn du oder andere Firmen
Displays, Konsolen, Audio, Kameratechnologie benötigen, wird man automatisch immer an Sony denken. Die heutigen Sony Xperia Smartphones geben mir eigentlich schon absolut keine Überraschungen mehr. Jedes Jahr sehen wir bei ihnen neue Technologien, aber nach dem Test handelt es sich jedes Mal wieder um das gleiche Xperia-Erlebnis wie zuvor. Das Mark 5 ist ja auch keine Ausnahme. Wenn ihr mich jetzt fragt, ob es sich bei ihnen um gute Smartphones handelt, sage ich definitiv. Denn für mich sind die Hochwertigkeit, Einzigartigkeit, das Festhalten an bestimmten Merkmalen die wichtigsten Eigenschaften eines guten Smartphones. Diese erfüllt Sony nicht erst seit diesem Jahr. Wenn wir die breite Masse an Nutzern der aktuellen Xperias befragen würden, warum sie weiterhin darauf bestehen, ist die Antwort Nummer 1 sicherlich der einzigartige Charakter, dass man das Smartphone auf der Straße nicht einfach mal verwechseln kann. Beim heutigen Xperia kannst du natürlich sagen, dass die Software nicht mehr nutzerfreundlich ist, dass die Kamera mit keinem Smartphone da draußen noch mithalten kann, dass das Design sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber in der heutigen Zeit machen alle Hersteller ihr Smartphone für noch mehr Hardware immer breiter und schwerer. Nur Sony beschränkt sich weiterhin auf ein sehr schlankes, dünnes Gehäuse. Nutzen alle verschiedene Löcher, Aussparungen in den Bildschirmen und kürzen immer mehr wichtige Anschlüsse für den Verbraucher weg. Nur Sony besteht weiterhin auf das randlose Design und die altmodischen Anschlüsse. Während alle anderen versuchen, einen immer größeren Sensor in die Smartphones einzubauen, forscht Sony an variablem Zoom und Sensor mit zwei Schichten Transistoren. Vielleicht ist das auch gerade der Vorteil an Sony Mobiles Position, dass es auch heute immer noch zu seinen Werten und Traditionen stehen kann. Das ist auch der Grund, warum wir jedes Jahr gerne die neuen Sony Xperia Smartphones testen und präsentieren. Solange sie nicht aufgeben, werden wir das auch nicht tun. Okay, wenn euch dieses Video informiert oder inspiriert hat, abonniert den Kanal, um keine weiteren tiefgreifenden Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.